Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe heute wieder mal ein paar Gäste hier, die uns ein paar Fragen beantworten werden. Und zwar sind es die wunderbaren Mia. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir kommen durften. Nee, nicht schön, dass wir da sind eigentlich, weil wir ja hier bei euch im Proberaum sind, ne? Genau. Ja, und dann starten wir doch einfach mal damit, dass ihr mal erzählt, was ihr so gerade Neues am Start habt. Wir haben tolles neues, wir haben tolles neues Album am Start. Biste Mode heißt es. Es ist sehr bunt, wie man optisch erkennen kann, aber auch was drauf zu hören ist. Es ist sehr bunt, vielfältig und facettenreich. Gestartet haben wir damit, dass wir eigentlich einen sehr elektronischen Ansatz verfolgt haben und uns so ein paar Richtlinien gegeben haben, an wie wir gerne arbeiten wollen und was man am Ende dann hören könnte. Das war ein sehr elektronischer Ansatz, also waren viel auch in einem Tempobereich unterwegs und haben uns daran versucht. Das waren auch sehr tolle Experimente, sind tolle Songs zu entstanden. Trotzdem haben wir dann im Verlauf der Zeit gemerkt, wir müssen uns davon wieder lösen und uns aufmachen. Wir wollten das Album gerne auch schon ein bisschen früher fertig haben, als wie dass es jetzt dieses Jahr erst rauskommt. Aber das sind halt auch so selbstgesteckte Ziele, die man ja irgendwann mal so macht, um so ein bisschen planen zu können. Und wir haben festgestellt, schaffen wir nicht ganz. Es ist einfach noch nicht fertig. Und so wie wir uns das vorstellen, da waren einfach noch zu gute Sachen in der Pipeline, die wir gerne aufs Album bringen wollten. Deswegen sind wir in eine Verlängerungsrunde gegangen. War zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz leicht, zu einer Entscheidung, weil auch eine Tour schon fertig announced war, die bespielt werden wollte. Jetzt hinterher, also an dem zum jetzigen Zeitpunkt, können wir sagen, es war das Beste, was wir machen konnten. Ganz wichtige, tolle Songs, wie zum Beispiel das Titelstück zum Album Biste Mode oder auch die erste Single-Auskopplung Lauffeuer, sind genau in dieser Zeit, in dieser Nachbearbeitungszeit entstanden und haben dieses Album jetzt zu diesem kompletten Werk gemacht, wie wir es gerne wollten. Du hast den Titelsong ja quasi schon angesprochen und da wir ja ein Modemagazin sind, gehen wir natürlich auch verschärft darauf ein. Da klingt ja auch so das Thema Trends und in Mode sein an. Ist es euch wichtig, jetzt vorerst mal auf eure Musik bezogen, ist es euch wichtig, modern zu klingen und in Mode zu sein? Also achtet ihr darauf bewusst oder entsteht es halt einfach so, wie ihr es schreibt, ist es dann so? Also eins ist ja klar, erstmal macht es mehr Spaß, die Trends zu setzen, als den Trends zu folgen. Und ich glaube, bei uns zählt am meisten, wie gut gefällt es uns. Also wie glücklich sind wir mit einem Stück Musik. Und ich glaube immer wieder, dass deshalb die Mia-Alben so bunt sind, weil wir einfach so unterschiedliche Charaktere sind. Aber wir sind auch so stark. Und wenn es jeder schafft, sich einzubringen, dann klingt es eben genau nach Mia. Und so ist es auf dem Album auch wieder. Also ich bin mal ganz gespannt, ob da zum Beispiel jetzt mit Biste Mode, mit dem Berlinerischen, sich jemand inspiriert fühlt und wir demnächst noch mehr berlinerische Songs hören. Würdet ihr sagen, dass ihr, also du hast gesagt, ihr setzt lieber Trends, als denen zu folgen, aber dennoch ist man ja auch ein bisschen beeinflusst. Man lebt ja nicht alleine so in einer Blase vor sich hin und hat mit der Außenwelt und allem, was so passiert, nichts zu tun. Würdet ihr sagen, dass ihr dennoch irgendwie von irgendwas beeinflusst werdet, was eventuell gerade so ein Hype ist? Also tendenziell muss man ja sagen, es ist ja, was uns zum Beispiel bei dem elektronischen Ansatz interessiert hat, und das ist vielleicht, sage ich jetzt mal, modern, wir mögen es halt, wenn man zu Musik tanzen kann, weil du kannst es halt ganz anders empfinden. Also es ist eine physikalische Art und Weise, wie man Musik erleben kann, also physisch, ja, genau. Und das war so ein bisschen der Ansatz daran. Und wenn man jetzt natürlich, und das ist natürlich irgendwie auch gerade modern, aber offensichtlich geht es vielen Leuten so. Und deswegen ist es eigentlich, ich glaube, dass man gar nicht zwangsläufig danach sucht, was jetzt angeblich modern ist, sondern man findet eigentlich auch ganz vieles in sich selber wieder. Also für der Frau. Und es gibt ja auch Gegenbeispiele. Also ich meine, es gab ja Retrowellen, auch sonst was, und die haben auch immer angefangen, da haben Leute irgendwas gehört, was eigentlich gar nicht modern war, und auf einmal war es wieder moderner, wo es schon 30 Jahre eigentlich alt ist. Insofern kann man sich da weder nach richten noch irgendwie das auch daran festmachen. Und letzten Endes beschäftigen wir uns halt viel mit der Musik, die wir letzten Endes irgendwie auch gern machen wollen. So, und da
werden natürlich auch entscheidende Fragen aufgeworfen. Also man hört auch oft total Sachen, die man toll findet, aber merkt, das ist nichts für einen. Oder man stellt dann die weiteren Fragen dazu. Also so, wie wäre das dann in so und so? Also wie wäre das dann in so eine Musik mit deutschen Texten beispielsweise? Also das sind schon so Fragen, die man sich stellt. Was würdet ihr sagen, was gefällt euch am allerbesten an der neuen Platte und was hofft ihr, gefällt auch euren Fans am Ende am allerbesten? Was ist das Beste an der Platte? Ja, das ist wirklich, was ist das Beste, schwer zu sagen. Also natürlich geht es um die Musik, die da drauf ist. Wir verbinden dann damit natürlich noch mehr, weil wir befinden uns ja hier gerade zum Beispiel auch am Ort des Geschehens, wo das alles entstanden ist. Deswegen ist es für uns natürlich mit jedem Stück Musik, was man da drauf hört, natürlich für uns emotional an die Momente, wie es entstanden ist. Bei jedem Song, wir kennen die Vorstufen, wie das auch mal anders geklungen hat, all die Umwege, die man gegangen ist. So. Aber was für die Leute vielleicht neu ist oder immer wieder neu. Wer uns ein bisschen schon länger verfolgt, weiß ja, dass wir uns nie so richtig einem Stil treu geblieben sind oder es auch schwer zu definieren ist, wie klingt denn jetzt diese Mia-Musik eigentlich. Genauso geht es uns da auch und deswegen ist immer wieder ein bisschen was Neues dabei und wie gesagt, die Art und Weise mit der Elektronik umzugehen, abgesehen davon, was man jetzt eins zu eins hört, ob Elektronik jetzt bedeutet, dass es ein Synthesizer ist zum Beispiel statt einer Gitarre, aber vor allen Dingen von der Herangehensweise der Musik und wie die Stücke so aufgefächert sind, dass da so Melodien drin sind, ich könnte jetzt 5, 6 verschiedene Melodien, die nicht gesungen sind, so Hooklines singen, was ich als neu empfinde in unserer Musik. So haben wir vorher nicht gearbeitet. Abgesehen davon, dass es total spannend war und Spaß gemacht hat, so zu arbeiten, finde ich, sind einfach super geile Stücke daraus entstanden. Und ich würde mich freuen, wenn jemand da draußen, der so ein bestimmtes Bild von uns schon hat, sich von diesem Album überraschen lässt und Sachen wiederentdeckt, die er gut findet, aber auch neue Facetten, die das einfach dieses Bild noch bereichern und noch offener machen. Ihr seid ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei, würde ich mal sagen. Kommt man als Musiker irgendwann mal irgendwo an oder ist Musik machen grundsätzlich irgendwie so ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt? Ich meine, du hast schon gesagt, dass es viel Neues auf der Platte gibt, was ihr vorher anders gemacht habt. Aber gibt es so Elemente, die sich nie wieder ändern werden oder irgendein angekommen sein? Also ich sag gleich mal, dieses niemals nie ist auf jeden Fall eher gar nicht unser Motto. So dafür sind wir einfach viel zu experimentierfreudig. Fällt euch irgendwas ein, was immer gleich bleibt? Also ich meine, wir als Typen vielleicht. Also ich glaube schon, dass wir mit jedem Song, den wir schreiben, also näher an den ultimativen Song kommen. Also es ist so eine lange Suche nach dem Song, mit dem man dann irgendwann, also wahrscheinlich nie, man weiß es nicht, schreibt, wo man beim Machen und danach also mehr als, ich sag, man kann ja sagen, oh toll, das haben wir geschafft, aber noch mehr. Also so wirklich, das war das Gefühl, das, was man so verstrickt in seinem Kopf hat, wirklich hören kann. So. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir, also wir waren, für mich persönlich würde ich sagen, wir waren noch nie so nah an diesem Kopf im Song dran, dass man ihn jetzt auch hören kann. Aber je älter man wird und so, und je mehr man auch hört und sich damit auseinandersetzt, umso diffiziler wird natürlich auch dieser Song, den man in seinem Kopf hat. Also insofern wird es immer eine ständige Suche nach dem ultimativen Song sein, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man irgendwann sagt, so jetzt wollen wir nicht den ultimativen Song schreiben. So, also das ist irgendwie. Ja, wobei, ich habe mir auch gefragt, was ist gleich, also sowas gibt es ja gar nicht, finde ich. Also Leben definiert sich darüber, dass es sich ständig bewegt, ständig im Wandel ist. Und genauso würde ich es auch halten. So wie, war das nicht mal sogar ein Grönemeyer-Albumtitel, Alles bleibt anders? Oder so ähnlich? Es bleibt alles anders. Das ist, genau so ist es. Es ist vielleicht, was Andi beschrieben hat, die Suche nach dem perfekten Song ist vielleicht wirklich das einzige Motiv. Ansonsten würde, finde ich, uns das auch viel zu sehr, Mensch, hier deine arme Stirn schon ganz kraus vom Kraus ziehen. Was ist denn los, Gunnar? Ich denke gerade darüber, du denkst nach, man sieht es aber auch. Ja, kannst du dazu okay, noch was Erhellendes beitragen? Ich glaube ja. Darauf haben wir gewartet, ja. Okay, aber ich wollte dich nicht, ich wollte dir nicht in die Parade fahren mit meiner Stirnfalte. Ja. Es tut mir leid, Mietz. Nee, eigentlich wäre das auch dein Text, glaube ich, was ich jetzt sage.
Weil ich mich tatsächlich gefragt habe, ob es irgendwas gibt, was gleich bleibt oder was so eine Konstante ist. Und ich glaube, das war jetzt auch sehr viel Theoretisches zu hören von dem ultimativen Song und so weiter und so fort. Ich glaube, das, was schon, was wir, ohne jetzt da wirklich drüber einen Pakt unterschrieben zu haben, wollen mit dem, was wir machen, ist eine Art von Stimmung und Atmosphäre zu erzeugen, die offen ist. Also die auch dadurch, dass sie vielfältig ist, offen ist und niemanden im Regen stehen lässt oder ausgrenzt, also außer diejenigen, die das selber für sich wollen. Ich glaube, das kann man sozusagen mit lebensbejahend und offen irgendwie umschreiben. Ich glaube, das ist auch was, genau, ich krieg grünes Licht von der linken Seite, dann hat sich die Stirnfalte gelohnt, würde ich sagen. Könnt ihr euer Album vielleicht in einem Wort oder einem Satz kurz zusammenfassen, dass die Stimmung einfängt? Kannst du es? Du hast es gehört, manchmal ist der Abstand besser. Was würdest du sagen? Ach Gott, ich tue mich immer ein bisschen schwer, die Arbeit anderer Leute so zu beurteilen. Ja, ich finde es sehr energiegeladen, würde ich sagen. Sehr gut, finde ich auch. Also ich finde aber generell, ihr klingt immer sehr, da ist immer sehr viel Energie drin. Aber lebensbejahend, Energie, ja. Nehmen wir alles. Sehr schön. Aber energiegeladen, also. Ich finde das ehrlich gesagt gut. Energiegeladen, finde ich, trifft das extrem gut. Wirklich jetzt, wirklich. Wenn ich mich jetzt auch, du hast ja gesagt ein Wort, ne? Wenn ich mich jetzt auch entscheiden müsste zwischen lebensbejahend und energiegeladen, würde ich auch nochmal eher energiegeladen nehmen, weil einfach auf dem Album ist Liebe genauso vertreten wie Wut oder Neugier oder auch Sehnsucht. Und das sind alles extrem starke Gefühle. Also sind wir down? Ja. Energiegeladen. Ansonsten kann man gerne immer auch Textzeilen zitieren. Ne? Also machst du mit, bist du Mode, lässt es sein, hast einen Stich. Aber zu mir kannst du immer wieder kommen. Hat man als Musiker Lieblingssongs auf dem eigenen Album oder empfindet man das als Ganzes, was so zusammengehören muss? Also bei mir ist es bei jeder Platte anders. Aber also es gab schon Platten, da habe ich mich viel diplomatischer geäußert. Ich kann mich nicht entscheiden, aber bei der Platte ist es anders. Also ich habe drei extreme Lieblingslieder. Das ist zum einen Bis zur Mode, weil das den Geist unserer Konzerte und unserer Geschichte so toll widerspiegelt. Die offenen Arme, musikalisch demonstriert. Zum anderen ist es Lauffeuer, weil es bei mir genau das, jedes Mal beim Singen, das ist so Energie und es steckt mich selber an. Ich bin selber Feuer und Flamme und brenne immer, wenn es da hinten so richtig abgeht. Und mein drittes Lieblingslied ist Berg und Tal, weil es für mich, es ist eine sehr persönliche Geschichte, es ist die Mia-Geschichte, die da auch erzählt wird. Und genau so war die Arbeit an dem Album und genau so ist das Leben. Es ist eine einzige Berg- und Talbahnfahrt. Und da ist es mir einfach gelungen, das super geil zu formulieren. Und darauf bin ich total stolz. Ich wollte nur noch mal wegen der Frage vorhin, was man. Das passt aber gut dazu. Also, ob man noch so Ziele hat oder wo man so hingeht. Ich finde zum Beispiel auch ein Ziel ist, die Dichte der Lieblingslieder auf dem Album zu erhöhen. Und ich finde halt zum Beispiel, ist das bei mir auch so. Also ich finde, wie Mietz es vorhin gesagt hat, ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Und ich meine, bei der ersten Platte bist du froh, dass du eine Platte machen kannst und dann hast du vielleicht zwei Lieblingslieder, aber mittlerweile ist aber auch der Ehrgeiz so, dass man eigentlich jedes Lied zu einem Lieblingslied macht. Und deswegen sind die ja sicherlich aber auch so unterschiedlich, weil wir ja auch unterschiedlich sind. Und trotzdem eben, und man macht ja manchmal bei Alben, hast du auch ein Stück, wo man weiß, jemandem aus der Band liegt dieses Stück total am Herzen und deswegen liegt es mir auch am Herzen, aber ich habe ein anderes Lieblingslied. Und im Idealfall ist das aber alles das Gleiche. Also wenn wir das irgendwie schaffen, meine Platte mit 15 Songs zu machen und 15 Lieblingsliedern, ich finde, wir sind ziemlich nah dran diesmal. Schön gesagt. Ihr arbeitet jetzt ja schon eine ganze Weile zusammen und habt wahrscheinlich auch Phasen, wo ihr euch ziemlich häufig seht. Geht ihr euch da manchmal nicht mal auf den Keks? Das ist, wir arbeiten ja zusammen und wir sind Freunde, so, das ist die Basis des Ganzen und umso länger wir miteinander zu tun haben, umso
besser lernt man sich ja auch immer kennen. So, dann kommt noch ein bisschen dazu, dass sich natürlich auch die Charaktere verändern. So, also es bleibt auch nicht langweilig sozusagen. Und jegliche Auseinandersetzung, die wir miteinander haben, ist eigentlich immer eine sehr, sehr konstruktive. Also das ist halt also kreativer Prozess, der nicht von einem Menschen, sondern in dem Fall von vier, dann doch auch sehr unterschiedliche Menschen gemacht wird, ist schon, da gibt es halt quasi Reibereien, das finde ich gut, das finde ich gut. So, und dann muss man halt gucken, wo kommt man da hin und wie kommt man am besten ans Ziel, ohne dass es nur immer der kleinste gemeinsame Nenner oder der beste Kompromiss aus allem ist. Mhm. Das kann mal lauter und mal leiser sein, aber es ist, also wir haben auch trotzdem ja auch unsere, wir hocken ja auch nicht 24 Stunden aufeinander. Also, dass wir uns täglich sehen, ist schön und dass wir hinterher wieder zu unseren Familien gehen und zu Freunden und was ich was, bietet dann wirklich den ausreichenden Ausgleich. Bleiben wir nochmal bei dem Thema, ihr kennt euch sehr lange. Wer hat denn von euch eine ganz fiese, schlimme Macke und möchte davon berichten oder die anderen darüber berichten? Gunnar. Also wenn wir sagen Gunnar, was denkst du denn, worum es da geht? Ich stehe total im Dunkeln gerade. Ja, ich weiß, weil wir haben uns vorhin dieses Phänomen wieder aufgetaucht und wir haben gemeinsam drüber gelacht und hatten dich aber nicht ins Bild gesetzt, weil du ja gerade rausgegangen bist Ja. Und dabei immer wieder die Tür offen gelassen hast. Okay. Und er neigt dazu, Türen offen zu lassen. Also ich meine, ganz schön. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg, hat schon Jörg gesagt. Stimmt auf jeden Fall, deswegen lasse ich Türen grundsätzlich offen. Jetzt sehen wir das auch ganz anders. Ja. Verstehe. Aber komm, lass mal auch auf jetzt. Ja, aber das ist wirklich, also wir begegnen den gegenseitigen Marken mit schwerstem Humor. Also weil es über die Nervung sind wir eigentlich schon lange hinweg. Es ist einfach total lustig, wenn man weiß, was der andere für eine Marke hat. Und wenn die dann tatsächlich kommt, dann ist es ja so, siehst du, ich hab's gewusst, so gut kennt man sich schon. Also ich finde jetzt eigentlich, dass keiner von euch irgendeine unerträgliche Marke hat. Ist gut. Ist jemand bei euch irgendwo ziemlich talentfrei, so als vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit, weil musikalisch kann man ja so viel? Also im Gegensatz zu meinen Kollegen, also Bob und Andy, gibt es auch als DJ-Team, die machen, also buch die, wenn es geht, die machen total geile Sessions, Tanzgarantie. Und ich habe das auch mal probiert. Und aktuell muss ich mir dann noch Talentfreiheit bescheinigen, aber ich arbeite daran. Also ich möchte da irgendwann mal mithalten können, aber bin aktuell noch ganz, ganz weit davon entfernt. Was aber auch deshalb so ist, weil alle mal denken, ja, die ist Musikerin, die muss es können. Und dann bin ich so aufgeregt, dass ich dann die Einsätze immer verhaue und dann irgendwo ins Lied immer reingehe, voll peinlich. Aber deshalb, also da kann ich, ohne rot zu werden, zu sagen, das kann ich nicht, noch nicht. Die anderen, irgendwelche Talentfreiheit an irgendeiner Front? Also, ihr könnt alles. Talent ist ja mal, das ja, also ich, also Talent ist ja was es einem leichter macht zu erlernen, bin aber grundsätzlich der Überzeugung, dass man schon vieles mit Fleiß und nötigem Enthusiasmus sich auch wirklich aneignen kann. Ja, aber so manche so physikalische Grenzen, also wie zum Beispiel ich mache ganz viel abgefahrene Sachen und finde die toll. Und bei so Kleinigkeiten wie aber Schaukeln, mir wird jedes Mal so schlecht. Ich liebe Schaukelweitsprung, weil ich mag ja den Kick. Ja, nee, den Kampfgeist da dran. Du kannst nicht schaukeln, Robert? Ey, nach dreimal hin und her, mir ist so schlecht. Das ging mir jedes Mal im Magen. Ich habe ja noch nie gehört. Wirklich nicht? Ich schaukeln kann. Also ich meine, ich kann schon schaukeln, ich kann es nur nicht lange, weil es kribbelt mir so im Bauch und mir wird übel davon. Dann ist das so Schiffschaukel für dich nichts in der... Überhaupt nicht. Nee. Drehen ist auch nicht so mein Ding. Aber drehen ist ja aber ein hoher Sack. Ja, aber... Da kann man ja auch so ist es. Nee, deswegen. Aber es ist schöne Talent. Das ja, schaukeln, das. Schaukeln. Kein Talent, weil sonst können wir natürlich alles. Ja. Sehr gut, so muss man das sehen. Andersrum gibt es etwas vielleicht, was eventuell auch sehr sinnlos ist, aber ihr könnt es halt einfach, sowas wie auf Gläsern spielen oder sowas.
Hast du unsere Mini-Skateboardbahn da draußen schon entdeckt? Nein. Es wird man oftmals schräg für angeguckt, weshalb man sich damit beschäftigen kann, auf einem Fingerskateboard zu fahren. Und ja, wenn man es kann, macht es Spaß, scheinbar. Keine sinnfreien Talente. Ab wann ist es sinnfrei? Sag mal du was. Na, sowas wie ab so Gläsern spielen, wenn da so Wasser drin ist. Aber das ist doch toll. Ja, findest du toll? Ja, wann voll. Macht man sowas? Aber es gibt Leute. Beim Konzert am besten. Aber ich meine, da kann man natürlich dann auch wirklich tatsächlich die Frage stellen, inwieweit Musik machen generell sinnvoll ist. So. Also, weil letzten Endes, ich glaube, irgendwann hat bestimmt auch jemand gesagt, da kam dann jemand, der hatte so ein Brett mit so 6 so Dingern dran und hat dann so drauf gespielt und hat dann gesagt, ja, was ist denn das so? Und irgendwann, das ist halt eine Gitarre geworden. Also, ich glaube, mit den Gläsern ist es auch geil. Geben wir es jetzt einen sinnvollen, für mich auch sinnvoll. Was war das Schwachsinnigste, was ihr euch jemals gekauft habt? Gibt es etwas, wofür ihr mal richtig, ja, wo ihr heute euch noch fragt, warum habe ich das? Also sagen wir mal so, also ich finde es gut, aber ich habe mir mal ein Nachtsichtgerät gekauft. Und hast du es mal benutzt? Ja, also aber ich meine nicht oft. Nö, also ich fand es nur, das war in so einem Special, da konnte man bei so einem Computerspiel gab es das als Special mit dazu und das war dann so ein Special Edition und dann gab es das dazu und deswegen habe ich das gekauft, wegen dem Nachtsichtgerät. Und ich fand es einfach, also die Tatsache im Dunkeln sehen zu können, ist schon irgendwie geil. Ich finde es irgendwie lustig, ich würde es mir auf den Nachttisch legen und dann, falls man dann auf Toilette muss abends oder nachts oder so, dann kann man es einfach nur aufsetzen. Ja, nee, also ich meine, man kann es in der Stadt eigentlich so gut wie gar nicht benutzen. Wahrscheinlich müsste man, weil es ist ja in der Stadt auch nie wirklich dunkel. Es ist immerhin so, dass ich irgendwie in unser Bad gehen musste. Also wir haben so ein kleines Klo und da ist halt kein Fenster drin. Und dann machst du die Tür zu, da ist richtig dunkel. Da kann man das mal ausprobieren. Also das ist schon, insofern schon Schwachsinn. Sehr schön. Zum Schluss noch, gibt es eine Geschichte, die ihr schon immer mal in einem Interview erzählen wolltet, aber ihr durftet halt noch nie, weil noch keiner gefragt hat. Also wir hatten zum Beispiel mal Leslie Clio, die hat dann spontan ein wunderbar englisches Gedicht aufgesagt mit einem wunderbaren englischen Akzent. Solche Aktionen dürft ihr jetzt übrigens auch starten. Also ihr müsst jetzt kein Gedicht aufsagen, aber so in die Richtung darf es gehen. Ja, da hängt die Messlatte aber schon ganz schön. Ja, aber ein Gedicht ist ja was. Einfach, ihr könnt auch einfach Seite hier machen. Was können wir machen? Wenn ihr jetzt so eine sportliche Aktivität machen wollt, dann könnt ihr es auch machen. Da das sind wir. Auch nicht. Das gehört zu den Talenten, wo wir noch Nachholbedarf haben. Ja, Ruben und ich, wir können Sport. Ja, Sport, nee, da geht, ja, ich meine. Wir können Sport. Nee, aber die Frage kommt ja nicht zum ersten Mal, deswegen ist so viel schon aufgebraucht. Wir haben die Pyramide schon gemacht. Ja. Also wir haben auch schon die menschliche Fackel gemacht. Im Grunde genommen haben wir uns diese Träume schon erfüllt. Was noch fehlt, aber weiß nicht, ob ihr das so schnell klar machen könnt, ist der Fallschirmsprung auf die Bühne. Ja. Das würde ich gerne machen. Das hätten wir jetzt gerne realisiert, aber es ist gerade so ein bisschen. Wir machen es rein. Ja, das wäre wirklich mal ein Traum. Also Fallschirmsprung auf die Bühne, Fallschirm singen. Das wäre geil. Ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir ein paar Fragen beantwortet habt. Und wir sagen auch Dankeschön, bis bald wieder.